Lebensmittel, Treibstoff, Dienstleistungen, die Inflation trifft uns alle. Weltweit schellen die Preise in die Höhe. Die US-Inflationsrate ist hingegen erstmals seit August 2021 sogar gesunken, befindet sich aber mit 8,3% immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Dieser Takeaway-Salat kostete vor 2 Jahren in Downtown Washington D.C. noch $12. Jetzt liegt der Preis bei $16. Das sind mehr als 15 Euro. Und dort, wo die Preise nicht erhöht wurden, wird einfach die Portion verkleinert. An den Tankstellen ein ähnliches Bild. Die Preise für die Gallone Benzin haben sich in den letzten 2 Jahren teilweise verdoppelt. Eine Gallone, also ca. 4 Liter Benzin, kosten aktuell mehr als $4. Diesel kostet hingegen fast schon $6. Mit Blick auf die US-Zwischenwahlen im November ist die Inflation eines der Wahlkampfthemen. Präsident Biden hat zwar sehr gute Umfragewerte bei der Pandemiebekämpfung, aber schlechte Umfragewerte bei der Wirtschaftskompetenz. Die rasche Senkung der Inflation ist daher für Biden absolute Top-Priorität. Denn die Wahl, die wird diesmal wohl an der Zapfsäule entschieden werden. Die Zwischenwahlen finden am 8. November statt. Bei den sogenannten Midterms wählen die USA einen neuen Kongress und Teile des Senats. Ob Biden bis dahin die Preise dauerhaft senken kann, ist fraglich.